In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, was ein String ist. Mit einem String bezeichnen wir eine Zeichenkette. Ein bisschen menschlicher ausgesagt wäre das ein Wort, ein Satz, ein kleiner Text oder sogar ein großer Text. Also alles, was sich als eine Kette von Zeichen darstellen lässt, inklusive verschiedene Kommas, Punkte, Fragezeichen und so weiter und so fort. Ein String ist beim Programmieren letztendlich nichts weiteres als ein Array von verschiedenen Characters, also ein Array aus Zeichen. Und den definiert man eigentlich ganz einfach, indem man sagt char, dann die eckigen Klammern, erstmal versuchen wir es ohne die Größenangabe selber zu machen. Den Namen sollten wir natürlich auch nicht vergessen. Und ich benenne das jetzt String 1. Und nehmen wir zum Beispiel einen ganz kleinen Satz. Heute ist ein schöner. Und dann in einem zweiten String werden wir den Satz beenden. Tag. So, das könnten wir jetzt natürlich auch wieder ausschreiben auf dem Serial. Ich nehme ein Print für String 1, damit er mir keine neue Zeile danach macht. Und ein Serial Print Line für String 2, um eben die neue Zeile danach doch zu bekommen. Und wie üblich machen wir uns einen kleinen Delay, sagen wir mal 5 Sekunden, damit das alles nicht viel zu schnell geht. Machen wir vielleicht sogar 10 Sekunden. So, dann kompilieren wir das Ganze und wir laden es hoch. Sieht gut aus. Wir starten den Serial Monitor und da steht wieder, heute ist ein schöner Tag. Genau in der Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben. Genauso formatiert. Schauen wir uns den Code jetzt ein bisschen genauer an. Ich habe die eckigen Klammern leer gelassen. Das heißt, ich habe dem Compiler selbst überlassen, die Anzahl der Zeichen hier zu zählen. Hier außerdem habe ich Anführungszeichen benutzt und nicht die Apostrophe wie bei den einzelnen Zeichen. Das heißt, wenn ich hier einen normalen Char hätte, sagen wir mal Zeichen, dann müsste ich es so initialisieren mit 2 Apostrophen vorne und hinten. Wenn ich allerdings Strings habe, benutze ich die Anführungszeichen. So funktioniert es, sonst gibt es Fehler. Interessant ist allerdings auch die Größe des Strings. Ich habe bereits erwähnt, die Größe des Strings belassen wir im Moment dem Compiler selbst zu zählen. Ich kann natürlich auch eine Größe angeben, die viel, viel länger ist. Sagen wir mal, ich glaube 30 würde jetzt hier reichen. Versuchen wir doch mal, was passieren würde. Wir laden es wieder hoch und starten den Serial Monitor. Und man sieht, eigentlich gibt es keinen Unterschied. Das liegt daran, dass Printline oder Print sind relativ schlaue Operationen, die eben ganz genau wissen, ob da irgendetwas noch danach kommt oder nicht. Wie wissen Sie das? Am Ende jedes Strings gibt es den sogenannten Null-Charakter oder das Nullzeichen. Ich demonstriere Ihnen das mal in einem dritten String, String 3. Indem ich Ihnen auch eine andere Möglichkeit der Initialisierung zeige. Wir nehmen die Größe 5 und wir werden sie als ein ganz normales Array diesmal initialisieren. Nämlich werde ich meinen eigenen Namen hier buchstabieren. So, und das fünfte Zeichen ist eben eine 0. Diese 0 hilft allen Funktionen, die irgendetwas mit Strings zu tun haben, zu erkennen, wo das Ende ist. Sonst ist es recht schwierig zu sagen, wo das Ende dieses Strings ist, wenn man die Größe eben nicht kennt. Wenn ich also meinen Namen jetzt auch rausschreiben möchte, muss ich einfach sagen String 3 Printline. Wir versuchen es auch, ob es klappt. Starten den Serial Monitor und da kommt tatsächlich Anna ganz normal raus. Was würde jetzt passieren, wenn ich diese 0 hier vergessen würde? Wir schneiden sie einfach raus, lassen die Größe genauso wie es war, laden das Programm wieder hoch und starten den Serial Monitor. So, es sieht ganz normal aus. Was ist jetzt eigentlich das Problem?
Das Problem ist folgendes: Eine Funktion, die Zeichenketten oder eben Strings benutzt, die sucht nach diesem Nullzeichen, um zu sehen, dass es eben das Ende des Strings bereits erreicht ist. Die Größe des Arrays selbst ist dabei irrelevant, denn sie möchte einfach wissen, wo das genau endet. Wie viel Speicher wir dafür reserviert haben, ist eine andere Frage. Diese Funktion funktioniert folgenderweise. Sie sucht nach einem Nullzeichen, das heißt nach irgendeinem Null im Speicher. Es kann sein, dass der Speicher im Moment voller Nullen ist und nur Anna dort steht und danach kommt tatsächlich zufälligerweise eine Null. Dann sieht alles auch ganz normal aus. Es kann allerdings auch vorkommen, dass nach diesem Speicher keine Null vorkommt, sondern irgendeine andere Variable, die eben nicht Null ist. So, wenn ich Ihnen also hier das demonstrieren möchte, dann werde ich bei String 1 eine falsche Größe eingeben. Die Anzahl der Zeichen hier inklusive dem letzten Intervall ist genau 23. Wenn ich also 23 hier eingebe, dann rein theoretisch, das wäre die menschliche Logik, habe ich genug Platz für alle Zeichen. Ich brauche aber eben auch Platz für das Nullzeichen am Ende, das der Compiler automatisch dazu nimmt, entweder wenn ich die rechteckigen Klammern ganz leer lasse oder wenn ich insgesamt den String als String initialisiere, das heißt in den Anführungszeichen. Wenn ich das so mache wie hier unten, dann wird das String anders initialisiert und der wird wirklich Zeichen nach Zeichen reingeschrieben und das Nullzeichen wird nicht dazu genommen. Wir versuchen es mal. 23. Ich kompiliere, ich lade es hoch und ich starte den Serial Monitor. Und da steht jetzt ein bisschen Kauderwelsch. Da steht, heute ist ein schöner Anna-Tag. Ja, finde ich auch, das ist ein schöner Tag für mich. Allerdings ist es nicht das, was wir hier herausschreiben wollten. Da sollte eigentlich stehen, heute ist ein schöner Tag und danach sollte Anna kommen. Was ist also hier schiefgelaufen? Offensichtlich ist der Speicher nicht so angeordnet, wie wir das erwarten würden und offensichtlich gibt es auch keine Nullzeichen dazwischen. Der Compiler hat die Variablen so angeordnet, dass zuerst String 1 kommt, danach String 3, danach erst String 2. Und die gehen auch nahtlos ineinander über, das heißt, die sind wirklich im Speicher nacheinander angeordnet. Und deswegen sieht man auch das Ergebnis, so sind sie angeordnet, so kommen sie auch dann wieder raus. Die Funktion Print und Printline, die suchen eben nach diesem letzten Nullzeichen, bevor sie wissen, wie es weitergeht. Bei Anna wissen wir, zufälligerweise ist da irgendwie ein Nullzeichen danach gekommen. Deswegen weiß auch Print oder Printline, wo das Ende ist. Das lässt sich reparieren, indem man entweder die eckigen Klammern leer lässt, damit der Compiler das selbst berechnet, oder das Nullzeichen für die Länge mit einberechnet. Also ich müsste hier 24 draus machen und probieren wir mal, ob es jetzt klappt. Ja, das sieht so aus, wie wir es haben wollten. Wir wollten schreiben, heute ist ein schöner Tag, Punkt, und danach kommt erst Anna. Es sind also zwei wichtige Sachen, die sich beim String-Programmierung merken müssen. A, die Größe des Strings braucht immer ein Zeichen mehr am Ende für das Nullzeichen, für die Größe. Und wenn man sie initialisiert, gibt es einen großen Unterschied, ob man sie als Array aus Zeichen initialisiert, wo man für das Nullzeichen auch selber sorgen muss, oder man die Anführungszeichen benutzt, die Gänsefüßchen. Damit kann man den String auf einmal initialisieren, sieht auch irgendwie schöner aus, spart man auch eine Menge Zeichen bei der Initialisierung selbst. Und da berechnet der Compiler selbst auch, was die Größe ist, macht das Nullzeichen am Ende rein. Und wenn man die eckigen Klammern leer lässt, dann berechnet er auch die Länge automatisch. Was noch wichtig zu beachten wäre bei den Strings, ist, dass man das Wort String oder Zeichenkette etwas fälschlicherweise für die Zeichenketten, so wie wir sie heute kennengelernt haben, benutzt. Es gibt beim Arduino und in fast allen Programmiersprachen auch den richtigen String, der heißt dann auch String und die Variable muss man dann als String initialisieren, also statt Char und Array. Das sind aber ein ganz anderes Konstrukt und das werden wir in einem späteren Video kennenlernen.